mal. Hallo, wir haben wieder ein neues Projekt und zwar versuchen wir unsere Veranda dicht zu machen. Sie tropft leider an einigen Stellen und wir versuchen mit einer Plane, die wir unterm Dach spannen, das Wasser von der Sitzgelegenheit abzuhalten. Mal schauen, wie das wird. Und wir wollen später hier noch eine Schwelle hinlegen, dass wenn mal doll regnet, nicht das Wasser reinkommt. Genau. Und ich hatte ja mal es versucht mit Bauschaum. Übrigens, es bringt nichts. Das war nicht die beste Idee. Ich habe sehr viel Dreck produziert. Auch ein Rohr an der Stelle, wo wir dachten, es tropft am meisten, bis da hinten hin, was ich denn so ausgejüngt habe an der Stelle, seht ihr, hat auch nichts gebracht. So, und jetzt kommt hier einmal unter komplett eine Folie, weil wir haben ehrlich gesagt keinen Bock, gerade das Dach neu zu machen. Und das ist jetzt erstmal eine Übergangslösung für den Tag, für das Jahr. Und jetzt schauen wir mal, wie wir... Wir haben uns so eine dicke Folie gekauft, also so eine transparente Baufolie. Also die ist 0,2 mm dick und nicht ganz klar durchlässig, aber schon so, dass noch Licht durchkommt. Und wir hoffen, dass das jetzt die Lösung ist. Und dann dazu kommt noch eine Schwelle und dann dürfte es kein Wasser mehr reinkommen und von oben und von der Seite und dann können wir vielleicht da auch so Sachen lagern, wie zum Beispiel, ich filme da mal rein, diese riesigen Stapel kennt ihr bestimmt auch, mit Auflagen, wo man sich überhaupt nicht bewegen kann. Ja, das ist das, was mich am meisten stört. So, ihr seht eine neue Schwelle und oben haben wir jetzt das eingezogen. Also bisher, wir haben einen kleinen Test gemacht, ist es eigentlich ganz gut geworden. Oben, da haben wir mit Leisten noch gearbeitet und hoffen jetzt, dass es alles dicht bleibt und die ganzen Auflagen trocken bleiben. Ja, und die Schwelle ist dafür da. Das haben wir jetzt mit Silikon noch gemacht, die werden wir dann nochmal streichen und so, dass es bei Starkregen nicht reinläuft. Sind mit vier Schrauben im Boden festgemacht und Silikon drunter. Aber wir hoffen, dass es jetzt wieder gut ist. Haben wir beim letzten Mal auch gedacht, aber wir geben ja nicht auf. Bis zum nächsten Mal.